So, mein Lieben, Dimitri spielt heute wieder in Folge 6. Ich habe jetzt die Sachen heimgeschleppt und habe noch in der Höhle ein bisschen aufgeräumt. Folge vorne dran. Ich denke mal, sowas braucht man auch nicht zu zeigen. Achso, muss ich erst hinschmelzen. Moment, Moment. Und dann brauche ich einen Truck unbedingt. Ich habe nämlich einiges dorthin gebaut, dort rausgeholt. So, Moment. Aluminium. Aluminium. Aluminium und nochmal Aluminium. Ja. Brutzelt das mal schön. Was ist neu mit der Flamme? Das war vorher nicht. Okay, alles wieder dran. Oh, kriegt keine Energie, das Teil. So. Dann machen wir nämlich jetzt noch das Erz. Das ist auch gut. Bin sau. Die nächste Höhle, die ist nicht weit weg. Ich habe jetzt doch, ich glaube, eine bessere Position rausgefunden. So. Viermal Aluminium. Und bauen wir dich. Immer gucken, dass man nicht drin steht. Das Sitz habe ich nämlich schon. Schön. So. Sitz hier hin. Genau, dann brauche ich nämlich noch einmal. Komm, das kann ich ja alles holen, ne? Ich baue noch. Als erstes baue ich ein Solarmodul. Genau. Das Windrad baue ich normalerweise auch noch dran. So. Was braucht das Windrad noch? Scheiß, keine Energie. So. Ich mache immer noch ein Windrad dabei. Gleich kommt die Sonne. Gleich geht's wieder hier rund. Zack, seht ihr die Dinger? Das finde ich so schön, wenn die so... So, kann man die nämlich auch reinschmelzen gerade. Jetzt füllt sich der nämlich auch auf. Aber ich baue noch ein Windrad. Ein Windturbine. Brauchen wir zweimal Aluminium. Oh nee, Aluminium jetzt ohne Scheiß. Kacke. Generator, Einsätze haben wir schon. Solarmodul Hanisch noch. Lager. So. Muss schon um Aluminium hole gehen. Noch ein Lager. Aus zwei Plätzen macht es dann wenigstens vier. Geht halt nicht anders da. Und Dimitri? Oh, ich merke schon. Du willst schon mal in die Höhle. Höhlenforscher. Gehe ich nämlich die ganzen Dinger jetzt holen. So. Kann ich nämlich da vorne dran noch die anderen Sachen bauen. Kann ich nämlich jetzt 8, 16 und an die Dinger kann ich auch noch was koppeln. Turbine war Aluminium, ne? Shit. Okay. Gut, okay. Ich bin ja eh. Ich bin eh in der Nähe. Ich speichere immer gerne, bevor man fahrt. Sollte man auch regelmäßig mal speichern, weil es passieren manchmal Unfälle und da kommt man auch nicht mehr aus dem Auto raus. Ne? Das ist mir auch schon passiert. Das ist einfach nicht mehr rausgegangen. So. Ist gespeichert. Ja, gut. Jetzt geht's auch schneller. Jetzt kann man auch wirklich Zeug beibringen. Jetzt gehe ich mal die ganzen Teile da hole. Moment, wo war's dann? Nordwesten.
Ich schreib's mal hier runter. Ah, das Dock kann ich jetzt mal mitholen. Jetzt tut der Truck hat jetzt das Solarteil drauf und das gibt mir jetzt die Energie. Ist eigentlich ziemlich ganz simpel gemacht, aber richtig geil. Man kann eine Energie auch an den Truck dran machen, wenn man mal im Dunkeln rumfahrt, keine Sonne da ist oder halt eine Turbine. Aber der Truck ist auch im Vergleich zum Rover, hat ja schon mächtig Energie, ne? Okay, hier ist nichts mehr. Dann gehe ich nämlich hin. Mache die Teile nämlich hier dann als dran. So, einsteigen. Ich hoffe, dass ich das Loch nochmal finde. Da hinten müsste das gewesen, ne? Genau, hier war es auch. So, jetzt ist der verbunden. Jetzt gehe ich nämlich hin. Ist das das Richtige? Jawohl. Das müsste nämlich. Da fand ich nämlich alles hingeplackt. Guck mal. Die hole ich nämlich jetzt mit. Vielleicht kriege ich doch Aluminium raus. Ja. Nehme ich da mal mit. Eigentlich alt ohne hingebracht, schon an der Ausgang. Warum geht der eigentlich jetzt zum Beispiel nicht hier dran? Das ist nur ein Zweinoppischer, ne? Nein, er hat... Wop! Hol ich mal zwei mit. Mache ich die Lagerplätze weg, dann müsste ich eigentlich noch mehr hinbauen können, ne? So. Hole ich nämlich so Material noch mit. Und der Rucksack auch noch voll ist. Könnt ihr euch vorstellen, was da alles jetzt eigentlich so reinpasst, ne? Und im Sturm bin ich, ich weiß nicht, wie es beim Rover ist, aber ich glaube, beim Truck passiert auch nichts, wenn ich drin sitze bleibe. Was eigentlich ziemlich geil hier dann ist, ne? Wenn nichts passiert. Ja. Warte, schau mal gerade mal noch ein Pflänzchen hier. Sau schnell, das Organische. Wenn ich mich hier bis hier... Braucht da nicht so viel. Oh, da kann ich bauen. Das riesen Harzdings. Geil. Hab noch nicht lange nicht mehr gefunden auf Emo. Geil, Dimitri. Ja, genau. Dimitri ist schlecht drauf. Er hat noch keinen Wodka können brennen. Oder wie nennt man das beim Wodka brennen? Bin mir jetzt gar nicht so sicher. So. Hol raus, was du findest. Oh, und ich hier ein Loch geballert. Mach ich nochmal einen organischen hier. Okay. Ja, warte mal, das da hole ich erst, wenn ich...
Oh. Ich mache dann der erste Store. Ich hole noch ein paar Gemische mit. Packe ich die dort erstmal noch drauf, was drauf geht in der Truck. Oh, war's das schon? Das wäre jetzt scheiße. Oh ja, der ist voll. Okay. Was hat's? Lass ich mal essen. Da habe ich doch noch Zeug gesehen. War doch nichts mehr für mich. Im Rückweg vielleicht. Jetzt schauen wir noch da ins mit. Bauen wir jetzt noch Verbindungen. Nee. Ich baue hier die Verbindung. So. Baue ich nämlich Verbindung bis dorthin auf. Kann ich nicht, da weiß ich nämlich, wo es ist. Ist ja nicht weit. Guck mal hier. Zack. Haben wir hier nämlich noch ein schönes Gemisch. Das mache ich jetzt auch noch voll. Dich verheizen. Oh. So. Da haben wir nämlich noch Platz für ein Gemisch. Zack. Okay. Das war mal der Plan, Dimitri, ne? Wo guckst du hin, Dimitri? Hast du was gesehen? Das ist das doch aus Harz, ne? Ja. Muss mir das mal merken. Das ist ein runde Pulpe. Das Gemisch. Was ist das? Ja, ist ein bisschen komisch zu fahren, aber... Nicht das Loch muss ich zum Beispiel mal zumachen. So, Moment, das ist Lager. Nicht falsch fahren. Ja, ich weiß, die zwei Dinger sind abgefallen. Hol ich mir mal gleich nochmal. So, da bleibst du erstmal hier stehen. Moment. Oh, die Sonne kommt gerade, das ist sehr gut. Dich kann man da reinmachen. Dich hole mal. Jetzt gerade, wenn die Sonne da ist, habe ich ein bisschen mehr Power. Ich wollte das Loch nämlich dann gerade mal zumachen. Haben wir noch T-Verbindung hier hin. Ich stich nämlich gerade zu, du kleine Sau. Machst du mir auch später kein Huddel. So. Ja, sieht schon mal gut aus. So, mein Freund. Ich bin immer so penibel mit meinem... Hol ich da nochmal mit. Dann... Ich muss gucken, das Leuchtfeuer doch funktioniert. Schnippel mal dich auf. Guck, wie schnell der lädt, wenn man ein bisschen... Kohle. Jo. Ist für Generator zu betreiben. Mehr habe ich doch so nicht rausgefunden, für was das ist. Ist jetzt nicht gerade so. Was ich bräuchte. Gewöhnlich scheiße Harz. Moment, ich baue jetzt mal gerade hinten noch ein Lager. Kupferhammer. Hammers? So klappt der sich nicht aus. Ah, okay, gut. Machen wir das Ganze anders da. Da mal hin.
Also so 8er Teil ist schon geil, ne? Muss man halt sagen, das ist schon wichtig. Das sind jetzt die kleinen Sachen, die man macht. Ich mache immer ein bisschen Ordnung. Und, Musche, mache. Gott, ich laber eine Scheiße, Kupfer. Ich habe doch woanders da Kupfer hingelegt, oder nicht? Hier sind die teureren Sachen. Was bist du? Kupfer. Komm, dann kommt Kupfer hier hin. Dann hole ich Titan. Das ist das Seltenere. Das bleibt dann hier drauf, weil ich das... Harz kommt dann... hier zu meinem Lager. Kann ich dich nämlich gerade dorthin fahren zum Lager. Hat ein bisschen komisch, wenn man es aber raus hat. Dann kann jetzt auch die jetzt zum Beispiel hingehen. Zum Beispiel und könnt jetzt sagen, okay, ich habe jetzt hier das da so drauf. Hier. Dann hole ich das Lager hier runter. Stell das kurz ab. Dann mache ich zum Beispiel zack. Seht ihr, dann geht das ruckzuck. Da haben wir eine volle Harzgeschichte hier wieder. Machen wir noch. Das nämlich auch dort drauf mache. Das ist auch noch freies Plätzchen. Kann man das auch dort dran machen? Eigentlich schon ist so zweier Platz, ne? Ne, hier geht's nicht. Okay. Dann holt man nämlich den leere. Pack denn dann drauf. So. Jetzt habe ich hier noch so ein Teil. Das ist nämlich jetzt schon unheimlich viel Harz, ne? Moment, ich mache erstmal meinen Rucksack leer. Ah, die könnte ich... Da gehe ich immer gerne hin. Und baue zum Beispiel immer noch eine Runde weiter. So. Kann man den nämlich abbauen? Was habe ich meine? Das ist schon gut so. So. Haben wir hier erstmal noch Auffüllaktion. Dann gehen wir gleich mal in die nächste Folge, gehen ich auf jede... Oh, leck mich doch am Arsch. Ich brauche unbedingt noch so eine scheiß Turbine, ne? Oder irgendwas, was nachts mehr Energie gibt. Das ist zu wenig. Die läuft halt nicht immer. Die Windturbine. Das ist halt der riesen Nachteil. So, Harz machen wir mal hier hin. Dann haben wir noch jede Menge von Dämmzeug. Na komm, ich holz Harz gerade hier runter. Baue die Verbindungen einfach noch weiter aus. Was fehlt man dann eigentlich hier noch? Was könnte ich dann hier noch bauen? Zum Beispiel. Drucker habe ich schon. Forschung habe ich. Schmelzer habe ich. Fahrzeugbucht habe ich. Handelsplattform. Dann bauen wir eine Handelsplattform. Scheiße, braucht Aluminium. Ich hasse Aluminium. Ey, Aluminium braucht man so viel. Und dann baue ich mal hier noch. Kann ich noch ein Lager bauen? Wieso nicht? Fehlen mal die Gemische. Das Harz. Scheiße. Ah, nee, warte mal. Mal hier nochmal alles. Das ist nicht sau viel Harz, ne? Okay, das brauchen wir. Man braucht es immer. Irgendwann brauchen wir es.
Kann ich schon alles? Ja. Ich brauche Ordnung. Zucht und Ordnung. Wo stellen wir jetzt die zwei Harzen? Die mache ich mal hier dran. Dann machen wir nämlich die ganzen anderen Geschichten hier hin. Wieder der Platz, das ist schon eine Sache für sich, ne? Das ist nicht wenig. Und die stellen wir dann nämlich mal da oben hin. Mache ich da die ganzen Lager draus. Genau. 4. Auf anderen Seite auch 4. Sind dann trotzdem 8. Jo, jetzt habe ich noch Harze. Soll ich noch was ausbauen? In welche Richtung dann? Wo war dann jetzt meins? Nordwesten. Hier. Dorthin. Ja. Ah, okay. Ist das hier schon mal? Jetzt läuft das. Jetzt mache ich mal gerade mein Loch noch zu. Ich das annähert, ne? Dann kann ich nämlich eine Mierenfalle. Wenn ich anständig fahre hier. Das ist ein bisschen schwierig, das hinzukriegen, dass das immer schön gerade ist. Ich mache es dann immer einen Ticker höher. Und mach dann immer wie so ein Schäfer. Fahre ich dann nochmal kurz drüber. Wieder. So. Okay. Jetzt habe ich noch die Harzer brauche ich eigentlich so nur zum Bauen hier. Die brauche ich so eigentlich nicht. Der Wind geht ganz schön. Ist dann Sturm unterwegs? Scheint nicht. So. Soll ich denn den Generator wegmachen? Mehr Sauerstoff? Nee, brauche ich eigentlich nicht. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht, der Generator. Ich finde eigentlich überall Pflanzenstoffe. Komm, holen wir noch einer mit. Ja. So. Lager habe ich genug. Kann ich das auch dort dran machen? Ja. Aber ich, leider kriege ich die Stöpsel doch nicht drauf. Wisst ihr, die Kugeln. Ich habe normalerweise noch so eine Turbine, wie da hinten gerade geht. Die mache ich mal da drauf. Dann kann ich nämlich echt acht nachts arbeiten. Beim anderen Spiel habe ich Generatoren drauf, wo ich mit Kohle. Aber das ist auch nicht so das Optimale. So, wo ist das Loch jetzt? Hier rüber. Ja. Ja? Ja. Ja, genau, da liegt nämlich das Scheißding. So. Weil in die Richtung, wo man guckt, wenn man nach vorne tritt, geht er nämlich dann. Alles klar. Das Loch mache ich mal gerade zu. Also nur bis hier. Jo, das brauche ich aber. Ich meine, schon 23 Stunden mache ich das am nächsten. Ich gehe die ganzen Dinger inladen, fahre die mal an die Basis und dann mache ich im nächsten Let's Play. Gucke ich, dass ich die dann alle aufmache. Dimitri, sag tschüss. Boah, du bist echt, du bist der Entertainer schlechthin, Dimitri.